Also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich jetzt wieder diesen Auftrag erhalten habe, nachdem wir ja schon mal in Cannes diese wahnsinnig schöne Villa eingerichtet haben. Ich wusste, es wird ein ganz charmanter Altbau, es werden Altbauwohnungen. Ich mag diese alten Häuser mit Geschichte. Ich habe versucht, das auch ein Stück weit einzufangen in meiner Einrichtung. Ich mag das Wohnzimmer im Dachgeschoss sehr und unten ist es, glaube ich, das Schlafzimmer, das ich am liebsten mag. Macht natürlich auch ganz viel diese wunderbaren Kunstwerke von Frau Pompeo aus. Die geben dem Ganzen nochmal so richtig Charme auch. Was ich auch gerne mag, ist natürlich diese große braune Sessel hier oben im Wohnzimmer, weil der einfach so wahnsinnig viel Platz auch bietet. Das ist so ein richtiger Kuschelsessel für zwei auch. Aber ansonsten, ich finde, jedes Stück hat ja seine Berechtigung. Also ich miete diese Möbel ja teilweise auch zu und man kann eben auch so gewisse Kuriositäten dazu mieten. Und ich dachte einfach, das bringt einfach jetzt nochmal diesen extra Pep. Das ist also kein Stück von mir, aber ich fand es total charmant. Also der Aufwand ist natürlich schon auch nicht ganz klein. Ich komme rein, gucke mir die Wohnungen an, lasse das wirklich auch auf mich wirken und überlege mir dann ganz genau das Einrichtungskonzept, auch das Farbkonzept dazu. Dann muss das Ganze natürlich auch hierher transportiert werden, das muss aufgestellt werden. Ich gehe selbst mit dem Bügeleisen nochmal durch, dass dann wirklich auch alles bis zum Letzten perfekt ist. Waren jetzt doch 3 Tage straffe Arbeit, aber ich finde, es hat sich total gelohnt, weil ich finde, jetzt weiß man sofort, wie schön es wäre, hier zu leben. Das ist der große Vorteil vom Homestaging, dass man tatsächlich sieht, was ist es für eine Immobilie, was steckt drin, wie kann ich die Räume einrichten, wie kann ich hier leben. Die Menschen bekommen sofort eine Vorstellung davon.